Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst, ist unser Sohn Leon an einer Pneumokokkenmeningitis gestorben. Ich habe mir seitdem zur Aufgabe gemacht, dass ich Eltern über diese Krankheit mehr und besser aufklären möchte. Und da ich mich aus medizinischer Sicht natürlich nicht so gut auskenne, habe ich euch ja versprochen, mir jemanden zu suchen, einen Arzt zu suchen, eine Ärztin zu suchen, die mit mir das ganze Thema aufklärt. Und ich freue mich wirklich, dass ich die liebe Dr. Schütt gefunden habe, die sich dazu bereit erklärt hat, mit mir dieses Interview zu führen und über diese ganze Krankheit aufzuklären. Ihr wisst ja, im Vorfeld habe ich euch in Instagram eine Fragerunde erstellt, in dem ihr mir und Dr. Schütt Fragen stellen konntet. Und aus diesen ganzen Fragen haben wir die interessantesten und die wichtigsten Fragen ausgesucht, die wir heute beantworten werden, die Dr. Schütt heute beantworten wird. Auf Instagram ist sie natürlich auch zu finden unter die Kinderärztin. Und ich würde einfach mal sagen, ja, stell dich doch einmal bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Snejana Schütt. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Mama von 2 Kindern. Und ja, als ich deine Nachricht und auch Anfrage bekommen habe, war mir einfach sofort klar, dass ich dich da sehr gerne unterstützen möchte, soweit ich es kann. Natürlich werden wir sicherlich nicht alle Fragen beantworten können und sicherlich auch nicht auf alles im Detail eingehen können, aber ich denke, wir versuchen es einfach und ich freue mich, wenn ich euch da in einer Weise weiterhelfen kann. Vielen lieben Dank dir an der Stelle auch. Ja, ich hoffe, dass ich euch oder dir da auch weiterhelfen kann. Und deine Nachricht hat mich natürlich ganz doll berührt. Als Mutter ist es sozusagen tatsächlich eine Nachricht, die einen gleich auch ins Herz trifft. Und ich kann auch gar nicht in Worte fassen, wie leid mir das tut, was Leon und euch da passiert ist. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video oder mit ein paar Antworten weiterhelfen kann, auch in dem, was dein Ziel und dein Wunsch ist, nämlich über diese Erkrankung aufzuklären, Aufmerksamkeit auf diese Erkrankung zu lenken. Mhm. Und ich finde es auch ganz bewundernswert, dass du in deiner Trauer Kraft hast und findest, um eben auch dieses Thema aufzugreifen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man auch sozusagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zu betonen, wie individuell Trauerarbeit ist. Und es ist sozusagen von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, wie man mit Trauer umgeht. Und deswegen finde ich es ganz besonders beeindruckend, dass du eben deine Kraft sammelst, um dieses Thema aufzugreifen. Und ich denke, dass es sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit, die man in einem solchen Moment sicherlich hat, auch in die Aktion zu kommen. Und deswegen freue ich mich auch wirklich sehr und danke dir auch für das Vertrauen, dass ich da einen kleinen Teil hoffentlich dazu beitragen kann. Und ich bin gespannt auf die Fragen und denke, dass wir da, sage ich mal, uns so ein bisschen thematisch dann einfach dadurch arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ja, so wie du sagst, man versucht irgendwie, man ist so hilflos und ich möchte einfach damit versuchen, anderen Familien zu helfen, anderen Eltern zu helfen, anderen Kindern zu helfen. Und vielleicht kann ich durch diese Aktion, durch dieses Handeln das ein oder andere Kind davor bewahren und die ein oder anderen Eltern auch sowas erleben zu müssen. Ja. Also das finde ich wirklich, das beeindruckt mich auch sehr und ich finde das ganz großartig, weil es eben, ja, weil du sozusagen aus diesem tiefsten Schmerz eigentlich Kraft findest, um andere in der Hoffnung, sie vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren oder zumindest einfach aufzuklären. Und das finde ich wirklich ganz toll und ich weiß, dass das Netz manchmal sehr hart und unfair auch ist und Menschen darüber urteilen, in welcher Art und Weise man trauert. Ich möchte aber dafür appellieren, dass wirklich man respektiert und auch wirklich einfach den Schmerz, den du, deine ganze Familie hast, dass man da auch wirklich respektvoll auch mit deiner Arbeit umgeht. Mhm. Also
erstmal von meiner Seite finde ich wirklich eine ganz beeindruckende Aufgabe, die du dir da auch genommen hast. Und Dankeschön. Auch natürlich auch für deinen kleinen Leon im Endeffekt eine, man hat das Gefühl, du möchtest etwas tun und das finde ich wirklich ganz beeindruckend. Dankeschön. Ja, wir werden heute über das Krankheitsbild der Meningitis sprechen, über verschiedene Erreger, über die Symptome. Und im Vorfeld ist mir eine Sache ganz besonders wichtig, denn dieses Video dient lediglich der allgemeinen Information und kann natürlich keinesfalls den Besuch beim Kinderarzt oder der Kinderärztin ersetzen. Wenn euer Kind krank ist und ihr in Sorge seid, solltet ihr natürlich selbstverständlich immer kinderärztlichen Rat vor Ort einholen. Okay, und jetzt starten wir am besten mit den Fragen, die du gesammelt hast. Auf jeden Fall. Ja, eine ganz häufige Frage war erstmal die Symptome allgemein einer Meningitis. Mhm. Kannst du was zu den Symptomen sagen? Mhm. Wenn es okay ist, hole ich noch mal ein bisschen aus, erkläre vielleicht ein bisschen, wie das Gehirn aufgebaut ist und was das sozusagen dann zur Folge hat. Und also bei einer Meningitis haben wir ja definitionsgemäß liegt eine Entzündung der Hirnhäute vor. Und das Gehirn ist ja quasi unser Supercomputer, unsere Schaltzentrale, die alle wichtigen Körperfunktionen steuert, die im Endeffekt alles das, was uns ausmacht, natürlich reguliert. Mhm. Und das Gehirn an sich ist selbst ist keine starre Masse, sondern ist eine unfassbar große Anzahl an Zellen, 100 Milliarden Zellen, die über verschiedene Knotenpunkte miteinander verbunden sind. Und wenn man das alles ausstrecken würde, dieses Netz, würden da wirklich 100 Kilometer Strecke zum Beispiel zusammenkommen. Das heißt also, da ist sozusagen eine große Anzahl an Zellen, die miteinander kommunizieren. Und dieses Gehirn an sich ist natürlich unterliegt ganz besonderen Schutzmechanismen des Körpers. Denn es ist natürlich so, dass wir zum einen die knöcherne Schädeldecke haben. Also wenn bei den Kindern irgendwann die Schädelplatten verknöchern, dann haben wir einen relativ stabilen knöchernen Schädel. Der schützt das Gehirn vor äußeren Einwirkungen. Und wir haben aber auch im Innenbereich verschiedene Schutzhüllen, nämlich die Häute, die das Gehirn umgeben. Da haben wir drei verschiedene. Und wir haben noch eine Flüssigkeit, das Hirnwasser, der sogenannte Liquor, der sowohl das Gehirn als auch das Rückenmark umgibt. Mhm. Und das ist im Prinzip wie so eine Art Schutzpolster. Das heißt, wenn wir jetzt hüpfen, springen oder verschiedene Bewegungen machen, ist das quasi wie so eine Art Stoßdämpfer, der das Gehirn davor auch schützt, dass es quasi irgendwie gegen die Schädelknochen kommt. Und es versorgt das Gehirn mit wichtigen Nährstoffen und transportiert auch Stoffwechselprodukte ab. Mhm. Und wenn wir jetzt also noch eine wichtige Sache ist die Blut-Hirn-Schranke. Das ist eine ganz spezielle Barriere, die der Körper zusätzlich noch hat, um das Gehirn vor zum Beispiel Krankheitserregern oder auch Giftstoffen zu bewahren. Das heißt, das haben wir in der Medizin ganz häufig, dass dann tatsächlich, wenn wir lokal im Gehirn bestimmte Erkrankungen gerne behandeln würden und dort ein Medikament gerne wirken lassen würden, scheitern wir oft an dieser Blut-Hirn-Schranke, weil eben die bestimmt, ist quasi wie so eine Security-Einheit, wer darf rein und wer nicht. Und das zeigt also, dass diese Blut-Hirn-Schranke natürlich eine ganz wichtige Funktion hat, sofern sie denn intakt ist und sofern es nicht Erreger gibt, die diese Barriere sozusagen austricksen oder das Immunsystem anderweitig, an der Arbeit des Immunsystems behindern können. Und nun ist es so, dass es eben verschiedenste Erreger gibt, die eine Meningitis, also eine Entzündung der Hirnhäute, oder auch des Gehirns, das ist dann eine Enzephalitis. Und es gibt manchmal auch die Kombination von Meningitis und Enzephalitis, das ist dann die Meningoenzephalitis. Okay. Und dann ist es so, dass sozusagen es da eine verschiedene Anzahl von Erregern gibt, da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und die Symptome ergeben sich dadurch unter anderem, wobei wir auch da ein bisschen altersspezifische Unterschiede haben können, da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Aber wir haben vor allem ein Symptom, was sehr typisch ist für eine Meningitis, das ist der sogenannte Meningismus, also eine
Nackensteifigkeit oder zumindest eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Kopfes. Und das liegt daran, dass wir hatten gesagt, dass eben diese Hirnhäute und der Liquor das Gehirn und das Rückenmark umgibt. Und wenn wir jetzt sozusagen den Kopf nach vorne bewegen, macht es eine Dehnung im Bereich der Wirbelsäule und der Hirnhäute. Und das Gehirn selber hat zwar keine Schmerzrezeptoren, aber die Hirnhäute haben das. Und wenn jetzt da eine Entzündung stattfindet, dann werden diese Häute gereizt. Und insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel die Bewegung nach vorne machen, dann ist es typischerweise so, dass die älteren Kinder, Jugendliche, Erwachsene häufig eben diese Nackensteifigkeit haben. Und bei jüngeren Kindern? Genau, und das ist bei den Säuglingen und Kleinkindern haben wir eine Besonderheit. Da ist dieses Symptom, was so typisch oftmals ist, oftmals leider nicht vorhanden. Das heißt, es kann sein, dass man das bei dem Kind, sage ich mal, feststellen kann, aber es ist nicht so typisch wie, sage ich mal, bei älteren Kindern oder auch erwachsenen Personen. Aber wir haben häufig Fieber, wir haben häufig Kopfschmerzen, Schmerzen generell, ein Krankheitsgefühl, am Anfang häufig auch grippale Symptome, das heißt Symptome eines Erkältungsinfektes, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Man kann sagen, dass eben manchmal auch sehr hohes Fieber auftritt, aber auch da ist es sozusagen unterschiedlich, welche Erreger wir haben. Am Anfang kann es tatsächlich erstmal nur Symptome eines Erkältungsinfektes zeigen. Aber es kann bei den Säuglingen zum Beispiel sich auch äußern durch eine Trinkschwäche, dass sie eben nicht mehr ausreichend trinken wollen, dass sie insgesamt sehr unruhig sind, berührungsempfindlich, dass sie vielleicht eine Lichtscheu haben, dass sie schrill schreien, dass sie ja insgesamt vielleicht auch vom Wesen her verändert wirken. Das heißt, es gibt welche, die sind sehr unruhig, es gibt aber auch Kinder, die einfach komplett ja nicht mehr adäquat reagieren, so wie man sie eben sonst auch kennt. Und leider, muss man dazu sagen, können die Symptome ganz am Anfang sehr unspezifisch sein. Also nicht so, dass man sagt, man weiß jetzt ganz genau, es ist eine Meningitis. Denn, das muss man auch dazu sagen, wir haben im Kindesalter ja extrem viele Infekte und in den allermeisten Fällen handelt es sich um virusverursachte Infekte der oberen Atemwege, also die typischen Erkältungsinfekte. Und kann man auch sagen, also ich habe ja mit vielen Müttern schon geschrieben, weiß auch von manchen Pneumokokkenmeningitis. Kann man da vielleicht sagen bei den Pneumokokken, dass das Fieber zum Beispiel immer über 40 Grad ist oder gibt es auch da Unterschiede? Leider kann man es nicht wirklich sicher sagen, dass es immer so und so ist. Das immer gibt es fast in der Medizin auch nicht, sondern häufig haben sie hohes Fieber. Aber es kann auch ein Erkältungsinfekt, ein grippaler Infekt auch hohes Fieber machen. Auch über 40? Es kann auch sozusagen ein Virusinfekt. Okay. Ich sage jetzt mal typischerweise zum Beispiel Grippe, Influenzaviren, die können auch tatsächlich sehr hohes Fieber machen. Kinder generell haben ja auch viel häufiger, viel höheres Fieber als die Erwachsenen, weil einfach da die Regulationsmechanismen noch nicht so ausgereift sind und deswegen eben der Körper relativ schnell, auch nicht immer. Es gibt auch Kinder, die fiebern eben eher nicht so hoch, aber es gibt eben auch welche, die das tun und leider können das eben genauso Viren machen wie auch Bakterien, aber bei den Pneumokokken oder auch anderen Erregern, die jetzt schwere Verläufe machen können, da haben die Kinder tatsächlich häufig auch hohes Fieber. Aber es ist kein Kriterium, wo man sagen kann, das ist jetzt eindeutig, sondern es ist auch da leider immer eine gewisse Unsicherheit. Bei welchen Symptomen sollten Eltern einen Arzt aufsuchen? Also grundsätzlich gilt, dass wenn Eltern in Sorge sind und natürlich auch die Sorge haben, dass womöglich jetzt dieses hohe Fieber oder Kopfschmerzen oder Schmerzen allgemein eventuell in die Richtung gehen, das Kind vielleicht sogar auch eines der Symptome hat, dann sollte man auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen. Insbesondere immer dann, wenn man
als Elternteil das Gefühl hat, mit meinem Kind stimmt irgendetwas überhaupt nicht. Das ist immer ein Alarmsymptom und es kann manchmal ganz harmlose Gründe geben, aber es ist natürlich dann, vor allem wenn die Kinder hochfiebern oder wenn sie noch sehr jung sind, also Neugeborene, junge Säuglinge, da gilt ja auch schon eine Temperatur ab 38 Grad als Fieber und da sollte man auf jeden Fall auch ärztlichen Rat einholen. Denn da können sich auch bakterielle Infekte im Körper schnell ausbreiten und eben auch einen schweren Verlauf nehmen. Und so ist es eben dann natürlich auch bei anderen Fragestellungen, wenn die Kinder wie in eurem Fall hohes Fieber haben, wenn sie einfach wesensverändert sind, wenn man nicht einschätzen kann, warum das Kind sich jetzt in dem Moment so verhält beziehungsweise so hochfiebert. Und im Zweifel grundsätzlich lieber einmal zu viel als zu wenig hingehen. Denn am Ende sind wir ja auch dafür da, dass wir uns eben dann Kinder anschauen und eben genau diese Beurteilung auch treffen. Man muss sagen, es ist grundsätzlich natürlich eine schwierige Fragestellung, aber man muss auch dazu sagen, dass glücklicherweise, obwohl wir ja sehr, sehr viele Infekte im Kindes- und Jugendalter haben, die allermeisten ja tatsächlich Virusinfekte sind, die oberen Atemwege betreffen und selten zum Glück tatsächlich so schwerwiegende Infektionen und auch insbesondere auch zum Glück selten eine Meningitis. Aber genau das ist auch das, was uns Kinderärztinnen und Kinderärzten quasi ja immer wie so ein bisschen auf der Schulter sitzt, dass man bei jedem Kind, was hohes Fieber hat oder eben Symptome, die, wo man vielleicht schon mal drüber nachdenkt, ob das vielleicht in eine Richtung gehen könnte, wo man mehr noch an Diagnostik machen sollte, dass wir eben diese, man nennt es dann Differentialdiagnose, also eine Diagnose, die man eben ausschließen muss durch seine Untersuchungen, durch die Krankengeschichte oder eben durch andere diagnostische Methoden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Eltern immer, wenn sie in Sorge sind, wenn sie das Gefühl haben, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt, wenn es sich anders verhält als sonst, wenn es krank wirkt, wenn es eines der genannten Symptome hat, hohes Fieber hat, vielleicht tatsächlich auch Symptome einer Nackensteifigkeit hat oder irgendein anderes Symptom, was einen in Sorge versetzt und wo man sagt, das ist etwas, da erkenne ich mein Kind nicht wieder, sollte auf jeden Fall immer zu einer zeitnahen kinderärztlichen Abklärung führen. Welche Erreger können eine Meningitis auslösen? Da gibt es grundsätzlich verschiedene. Wir haben auf der einen Seite die Gruppe der virusbedingten Meningitisformen, dann haben wir die bakteriell bedingten, also durch Bakterien hervorgerufene Hirnhautentzündungen. Und es gibt auch noch andere Faktoren, die das begünstigen können, zum Beispiel verschiedene Grunderkrankungen und auch natürlich Pilze oder andere Parasiten, die das entsprechend auch machen können. Und was die Häufigkeit anbelangt, haben wir altersspezifische, sage ich mal, Erreger, die besonders häufig in bestimmten Altersgruppen vorkommen. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass die virusbedingten Meningitiden, dass die grundsätzlich eher häufiger vorkommen als die bakteriellen und dass sie einen milderen Verlauf haben als die bakteriell bedingten. Bei den Viren sind es häufig zum Beispiel Herpes-Simplex-Viren, es können aber auch die Viren sein, die durch Zecken übertragen werden und die Frühsommer-Meningoenzephalitis machen. Und bei den Bakterien haben wir eben auch unterschiedliche Erreger, aber vor allem sind es eben drei Erreger, die das besonders häufig machen können. Das sind zum einen die Pneumokokken, es sind die Meningokokken und es sind der Erreger Haemophilus influenzae Typ B. Diese drei Erreger haben eine besondere Eigenschaft. Sie haben eine sogenannte Polysaccharidkapsel, also eine Hülle, mit der sie sich umgeben, die aus verschiedenen Zuckermolekülen besteht und die zum einen bewirkt, wie stark die sozusagen in ihrer im Ausprägungsgrad der Schwere sind und natürlich auch entsprechend, wie gute Maßnahmen das Immunsystem gegen sie entwickeln kann. Und dadurch unterscheiden wir eben auch verschiedene Serogruppen, das heißt also verschiedene Gruppen unter den einzelnen Erregern. Es gibt zum Beispiel verschiedene Gruppen von Meningokokken, es gibt verschiedene Untergruppen der Pneumokokken
Und da ist es eben wichtig, dass gerade kleine Kinder noch sehr, das Immunsystem einfach noch nicht so viele Maßnahmen hat, um eben gerade diese spezielle Hülle zu erkennen bzw. dagegen eine Immunität aufzubauen. Deswegen sind insbesondere Säuglinge und Kleinkinder besonders häufig betroffen und können dann entsprechend Symptome einer viralen oder bakteriellen Meningitis entwickeln. Und bei den Bakterien, da ist es eben so, dass leider, wenn sie auftreten, sie treten zum Glück nicht häufig auf, aber wenn, dann kann der Verlauf eben sehr dramatisch und auch sehr schnell sehr dramatisch verlaufen, einfach weil sie sich, weil sie die Möglichkeit haben, sich entsprechend im Körper auszubreiten. Man muss aber sagen, dass die Pneumokokken, die gehören ja sozusagen zur großen Gruppe der Streptokokken. Und da hat ja sicherlich jeder von uns schon mal was von den Streptokokken gehört. Wir haben da ja eben auch verschiedene Gruppen. Die Streptokokken der Gruppe A zum Beispiel, das sind die, die häufig so eine eitrige Mandelentzündung machen. Dann haben wir die Streptokokken der Gruppe B, die aus kinderärztlicher Sicht auch wichtig sind, weil sie zum Beispiel unter der Geburt übertragen werden können und bei den Neugeborenen eben auch zu einer schweren Sepsis führen können oder eben auch entsprechend sich zu einer Meningitis entwickeln können. Und dann haben wir die Pneumokokken, die sind sozusagen auch nochmal besonders, weil sie eben diese spezielle Kapsel haben und anhand dieser Kapsel gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Untergruppen. Man sagt, über 90 verschiedene Serotypen gibt es. Es sind nicht alle für den Menschen sozusagen so gefährlich, aber es gibt eben einige, die eine schwere Infektion, einen schweren Verlauf machen können und die nennt man dann eine invasive Pneumokokkeninfektion. Okay. Da kann zum Beispiel eine sogenannte Sepsis entstehen, das heißt eine umgangssprachlich die Blutvergiftung, das heißt die Bakterien breiten sich dann eben entsprechend über das Blutsystem aus oder auch eben überwinden diese Blut-Hirn-Schranke und haben dann eben entsprechend als Folge eine Entzündung der Hirnhäute, eine Meningitis. Okay. Wo und wie können sich Kinder oder wo und wie kann man sich denn allgemein anstecken? Ja, bei den Pneumokokken, auch bei den Streptokokken und auch bei den Meningokokken gibt es eben auch Menschen, die sozusagen mit bestimmten Erregern auch besiedelt sind, ohne dass sie Krankheitssymptome haben. Und das heißt, also es gibt Erreger, die machen keinerlei Symptome bei einigen Menschen und bei den anderen führen sie dann aber entsprechend, können sie einen schweren Verlauf verursachen. Und gerade bei den Pneumokokken ist es so, dass wir vor allem verschiedene Risikogruppen haben. Das sind zum anderen eben Säuglinge und Kleinkinder, aber eben auch Menschen, die zum Beispiel über 50, 60 sind. Das heißt, in beiden Fällen, bei den ganz Kleinen ist das Immunsystem entsprechend noch nicht ausgereift genug und bei den älteren oder erwachsenen Menschen ist es dann häufig so, dass die Immunabwehr eben auch nicht mehr ganz so, sage ich mal, gut arbeitet wie in einer Phase, sage ich mal, die dazwischen liegt. Und das ist eben so, man kann sich über Tröpfchen, das ist sozusagen eine häufige Infektion, die Tröpfcheninfektion. Seit der Pandemie kennen wir ja eben die Ausbreitung über sogenannte Aerosole, das heißt kleinste Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen übertragen werden und die entsprechenden Erreger enthalten können. Und dann kann es eben sein, dass sich diese Bakterien im Nasenrachenraum zum Beispiel ansiedeln, ohne den Patienten oder den Betroffenen krank zu machen. Aber wenn das Immunsystem entsprechend eine Schwäche hat, zum Beispiel durch eine bestimmte Erkrankung oder eben altersbedingt, dann kann es sein, dass sich eben diese Pneumokokken dann entsprechend ausbreiten und zum Beispiel im Nasenrachenraum können sie eine Mittelohrentzündung, eine Nasennebenhöhlenentzündung verursachen. Typischerweise dann auch, wenn sie weiter in die unteren Atemwege gehen, eine pneumokokkenbedingte Lungenentzündung. Das ist zum Beispiel bei den älteren Senioren häufig dann eine sehr schwerwiegende Lungenentzündung. Aber sie können eben auch entsprechend über das Blutsystem sich ausbreiten, dann zu einer Sepsis führen oder eben zu einer Entzündung der Hirnhäute, einer Meningitis. Und wie kann man eine Meningitis feststellen oder wie
Stellen Ärzte eine Meningitis fest? Also es ist so, dass da verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Natürlich die Krankengeschichte, wie ist der Verlauf der Erkrankung? Ich sage jetzt mal, dieses Video, da ist der Grad zwischen der Aufklärung und vielleicht auch der Situation, dass man vielleicht Ängste erzeugt oder auch verstärkt, natürlich auch sehr hoch. Gerade weil natürlich viele Eltern sagen, aber wir haben gerade selber ein Kind, was Fieber hat und muss ich mir da jetzt Sorgen machen. Ja. Aber auch da muss man sagen, natürlich sind diese Erkältungsinfekte und gerade jetzt in der Infektzeit, wir haben eine riesige Anzahl an Erkältungsviren und die können Kinder alle sehr schwer krank machen, zum Beispiel gerade auch die RS-Viren, die Atemwege betreffen. Und das sind relativ häufige Infektionen, die wir dann sehen und wo die Eltern dann berichten, wie der Verlauf ist, wo die Symptome vor allem sind. Hat das Kind zum Beispiel eine angestrengte Atmung? Seit wann besteht das Fieber? Wie hoch ist das Fieber? Wobei man auch da sagen muss, es korreliert nicht immer die Höhe des Fiebers mit der Schwere der Krankheit. Aber das ist natürlich immer ein Hinweis. Und bei den Erkältungsinfekten ist es häufig so, die bauen sich über eine gewisse Zeit auf. Das heißt, über ein paar Tage hat man so ein komisches Krankheitsgefühl. Dann hat man einige Tage so ein richtiges Gefühl, auch Mensch, jetzt geht es mir nicht gut, ich fühle mich krank. Und dann klingen die Symptome langsam ab. Dann gibt es aber eben auch Krankheiten, wo die Eltern sagen, es wird jetzt eigentlich immer schlimmer. Das heißt, die Atmung verbessert sich nicht, sondern sie wird immer angestrengter. Oder das Fieber geht nicht zurück, sondern es wird eher immer höher. Ja. Oder es kommen eben entsprechende Symptome dazu. Das heißt, die Krankengeschichte ist ganz wichtig. Sind vielleicht auch im Umfeld andere erkrankt? Welche Symptome haben sie? Also das spielt zum Beispiel immer eine wichtige Rolle. Aber der Krankheitsverlauf ist wichtig. Und natürlich die körperliche Untersuchung. Also das ist sozusagen, deswegen ist es auch nicht möglich, über eine Online-Beratung oft werden mir ja oder auch anderen Kolleginnen Fragen gestellt. Und genau das ist eben der entscheidende Punkt, den wir online ja nicht erfüllen können. Wir können das Kind nicht untersuchen. Und die Untersuchung ist aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, man muss bei der Meningitis natürlich insbesondere immer darauf achten, dass man auf spezielle Symptome achtet, aber gerade eben bei den Kleinen wissen wir auch, dass es auch mal ganz unspezifisch sein kann. Und das heißt, wir haben da verschiedene Testmethoden, die man anhand der klinischen Untersuchung machen kann, wo man zum Beispiel guckt, gibt es eine Nackensteifigkeit, kann man sie auslösen, ist sie irgendwie erkennbar, und natürlich andere Symptome, die einem so ein bisschen in die Richtung führen, in die es gehen können. Und dann haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch zum Beispiel einen Abstrich zu machen, jetzt nicht um Meningokokken oder Pneumokokken festzustellen, aber um zu sehen, ob es zum Beispiel Streptokokken sind, die zum Beispiel eine Mandelentzündung machen könnten. Kann man anhand dem Abstrich auch feststellen, einfach nur, ob es viral oder bakteriell ist, oder ist es wirklich nur für diese Streptokokken gedacht? Da würde man dann sozusagen, es gibt eben so einen speziellen Abstrich, wo man auf diese Streptokokken der Gruppe A, die häufig diese eitrigen Mandelentzündungen machen können, kann man machen. Einige Arztpraxen machen das, einige sagen nein, das kann ich auch, sage ich mal, nur anhand der Untersuchung erkennen, aber da gibt es eben so einen Abstrich. Und damit kann man dann zumindest schon mal sehen, geht es in die Richtung oder ist es sozusagen auf jeden Fall etwas, was man ausschließen kann. Und genauso gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man im Blut untersuchen kann, ob es Entzündungswerte sind. Besonders hoch sind die Entzündungswerte eben häufig, wenn da Bakterien eine Rolle spielen. Und das kann auch einen Hinweis geben. Und auch da gibt es eben einige Kolleginnen und Kollegen, die machen zum Beispiel so einen Schnelltest auf einen bestimmten Entzündungswert. Oder man kann dann entsprechend eine Blutentnahme machen, wo man dann natürlich noch mehr feststellen kann. Und wenn man auch nur den Hauch eines Verdachtes hat, dass es in die Richtung Meningitis gehen könnte, dann sollte man auch entsprechend handeln und dann natürlich auch Untersuchungen machen, die dann das Ganze entweder bestätigen oder ausschließen. Das wäre dann zum Beispiel die sogenannte Lumbalpunktion, wo man dann das Gehirnwasser, den Liquor in einem bestimmten Bereich entnimmt und dann untersucht, ob es da einen Hinweis gibt. Jetzt habe ich natürlich auch öfter jetzt schon mal Fragen dazu bekommen, Nachrichten dazu bekommen,
dass Eltern ins Krankenhaus gefahren sind oder beim Arzt waren, weil das Kind Fieber hat oder sonstiges. Und die Eltern wussten einfach, okay, mit meinem Kind stimmt etwas nicht und haben deswegen deshalb Hilfe gesucht. Und der Arzt sagt dann sozusagen, ja, was wollen Sie denn hier, da Ihr Kind ist doch gesund, fahren Sie doch nach Hause. Wie kann ich mich denn als Elternteil ja ein bisschen dagegen wehren, einfach nach Hause geschickt zu werden und vielleicht auch ernst genommen zu werden in dem Moment, weil man als Eltern kennt man sein Kind ja am besten und weiß, wann mit ihm etwas nicht stimmt. Ist auch so. Also ich würde tatsächlich auch sagen, dass das Bauchgefühl der Eltern und auch die Einschätzung von Eltern einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wenn Eltern sagen, ich erkenne mein Kind nicht wieder, ist das wirklich ein Alarmsymptom. Insbesondere dann, wenn sie vielleicht sogar schon ein oder zweimal ihr Kind vorgestellt haben, dann sollten auf jeden Fall meiner Ansicht nach ja, die Alarmglocken klingeln und man auf jeden Fall das sehr ernst nehmen, was die Eltern einem berichten. Und ja, die Ärztinnen und Ärzte müssen sich natürlich auch irgendwie sehr sicher sein, ob es tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Virusinfekt ist oder eben man vielleicht doch noch mehr Untersuchungen machen könnte, um eventuell eine bakterielle Infektion auszuschließen. Ja, was man machen kann, ist schwierig zu sagen, weil es natürlich immer auch von der Situation abhängt und von dem individuellen, sage ich mal, Verlauf des Kindes. Aber wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es einfach Hinweise vom Verlauf her gibt oder einfach dieses, ja, manche belächeln das manchmal, dieses Bauchgefühl, was Menschen haben. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass es oftmals auch richtig liegt und ich hoffe, dass ja, dass das dann auch entsprechend ernst genommen wird. Man kann vielleicht noch mal eine zweite Meinung einholen, man kann vielleicht noch mal fragen, wie sicher ist es denn, dass es keine schwerwiegende bakterielle Infektion ist oder wie sicher ist es denn, dass mein Kind nicht ja, doch irgendwie eine Atemwegsinfektion hat, die schwerwiegender ist. Und es sich erklären lassen, soweit es geht. Denn auch das ist eben natürlich wichtig im Kontakt mit besorgten Eltern, dass man erklärt, warum man etwas tut oder eben auch nicht. Ich weiß, dass die Zeit oftmals knapp ist, gerade jetzt in der Infektsaison. Und wir merken das ja gerade auch an vielen, vielen Stellen, dass natürlich im Gesundheitssystem vieles nicht richtig läuft und dass die politisch Verantwortlichen einfach ja, immer noch zu wenig tun, um eben die Situation gerade in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu ändern. Das soll überhaupt nicht heißen, dass wir nicht in jedem einzelnen Fall Eltern ernst nehmen müssen und entsprechend alles tun müssen, um eine Infektion auszuschließen. Aber es bedeutet natürlich schon, dass wenn die Zeit sehr, sehr kurz ist, natürlich dann auch entsprechend die Zeit vielleicht für eine ja, ganz gründliche Untersuchung, eine ganz gute, sage ich mal, Aufklärung der Eltern, eben auch wann sie zum Beispiel wiederkommen sollen, mit welchen Symptomen, dann vielleicht auch einfach untergeht, weil die Zeit so knapp ist. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt, der, ja, der mir sehr am Herzen liegt, dass da unbedingt etwas verändert werden muss. Gerade jetzt ist diese RS-Viren-Zeit, wo wir sehen, dass manchmal eben Kinder gar nicht mehr aufgenommen werden können, weil die Klinikbetten nicht ausreichend Personal haben, um Kinder zu versorgen. Und das ist tatsächlich eine Richtung, die so nicht tragbar ist und wo auf jeden Fall dringend etwas geändert werden muss. Spätestens seit der Pandemie haben wir gesehen, dass es eben Bereiche gibt, wo wir nicht abwarten können, sondern wo auch entsprechend dann ja, die Richtung geändert werden muss. Und das wäre, denke ich, nicht nur im Sinne der Eltern, sondern vor allem auch der Kinder und natürlich auch von uns Ärztinnen und Ärzten. Aber es bleibt einfach ohne Frage, dass wir, dass Eltern einfach allen Grund dazu haben, den Arzt aufzusuchen, wenn sie in Sorge sind, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Und ja, welche Folgen kann denn eine Meningitis haben? Welche Schäden kann man von einer Meningitis tragen? Ja, wir sind natürlich in einem Bereich, wo wir vorhin ja gesagt haben, das Gehirn hat einfach so viele unterschiedliche wichtige Funktionen.
Und es kann sein, wenn man eben entsprechend rechtzeitig die Diagnose gestellt und dann auch eine Therapie begonnen hat, dass man entsprechend dann den Verlauf abmildern kann. Dennoch kann es sein, dass dann Folgeschäden bleiben. Zum Beispiel kann es sein, dass halt das Hörvermögen vielleicht beeinträchtigt ist, dass vielleicht auch bestimmte motorische Funktionen beeinträchtigt sind. Vielleicht können auch Krampfanfälle nachbleiben. Also es sind verschiedene Folgeschäden möglich. Hängt natürlich immer vom Ausmaß der Infektion und auch vom Verlauf her ab und wie schnell dann entsprechend eine Therapie erfolgt ist. Okay. Und ganz häufig kam auch die Frage, ob Katzen Überträger sein können einer Meningitis. Mhm. Kannst du dazu was sagen? Also ich glaube, dass es da, also dass Katzen Pneumokokken übertragen, die dann zu einer Meningitis führen. Es sind eigentlich immer die Übertragungen von Mensch zu Mensch, die, sage ich mal, da eine Rolle spielen. Aber was Katzen machen können, ist natürlich, dass sie zu einer Sepsis führen können, wenn sie zum Beispiel jemanden beißen, weil in dem Katzenspeichel halt eben schon Erreger sind, die auch zu einer Infektion führen können. Und deswegen, also Tierbisse sollten auf jeden Fall auch immer ärztlich abgeklärt werden. Selbst wenn sie harmlos erscheinen, würde ich auf jeden Fall da auch immer einen Arzt draufschauen lassen. Ja. Denn von dieser, sage ich mal, Bissstelle aus können dann entsprechend Infektionen entstehen und sich auch ausbreiten. Ja, klar. Nochmal auch zu dieser Stelle, weil wir auch eine Katze zu Hause haben. Also unsere Katze hat zu keinem Zeitpunkt Leon irgendwann mal gebissen oder gekratzt oder sonstiges. Also vielleicht auch da mal ganz kurz, dass man es kurz nur erwähnt hat. Ja, also wir haben Leon nie mit unserer Katze alleine gelassen. Die zwei waren immer unter Beobachtung, wenn die zwei zusammen waren. Von daher, da ist alles gut. Jetzt noch zu dem ganz großen Thema, was natürlich die häufigste Frage überhaupt war zum Thema Impfungen. Wie kann es sein, dass Leon eine Meningitis oder diese Pneumokokken bekommen hat, wenn er eigentlich dagegen geimpft war? Ja, das ist wirklich eine, das ist auch eine absolut berechtigte Frage. Und ich glaube, dass zur Klärung, zur endgültigen Klärung dieser Frage auch noch einige Befunde ausstehen, denn tatsächlich muss man nach wie vor sagen, dass die Impfung ganz, ganz wichtig ist. Alle Impfungen, die wir, sage ich mal, für Standardimpfungen im Säuglingsalter empfehlen, sind wichtig, denn wir wissen, dass in der Zeit, bevor wir mit diesen Impfkampagnen dann angefangen haben, es einfach sehr viele, sehr schwere Verläufe von allen möglichen Erkrankungen gab und es sie auch in Ländern, wo eben entsprechend nicht geimpft wird, immer noch gibt. Und jeder, der mal gesehen hat, wie zum Beispiel eine Masernenzephalitis ausgehen kann, beziehungsweise wie entsprechend auch andere Erreger schwere Infektionen verursachen können, der wird verstehen, wie wichtig eben tatsächlich die Impfungen sind. Im Endeffekt können wir ja nur gegen relativ wenige Erreger impfen, aber jede Impfung ist ein Schutz mehr, den man seinem Kind sozusagen ermöglicht. Und nun ist diese Frage natürlich besonders berechtigt, denn Leon hatte ja, soweit ich weiß, 2 von 3 Impfungen erhalten. Genau. Und das heißt, er hatte noch keinen sogenannten vollständigen Impfschutz. Für den vollständigen Impfschutz haben wir ja 2 Grundimmunisierungen und eine Auffrischimpfung. Aber natürlich sind 2 Impfungen schon mal besser als gar keine. Und die Frage ist natürlich, was könnte der Grund sein? Das ist natürlich jetzt spekulativ, das weiß ich nicht. Aber möglicherweise könnte es sein, wir haben ja Impfstoffe in diesem Alter, in dem jetzt Leon war, die nennen sich Konjugatimpfstoffe. Das heißt, hier ist sozusagen eine besondere Form des Impfstoffs für eben diese Altersgruppe da. Und dieser Impfstoff, den wir da haben, das ist einer, der gegen 13 verschiedene Serotypen der Pneumokokken wirksam ist. Wir hatten aber vorhin gesagt, es gibt verschiedene, viel, viel mehr davon, die auch für den Menschen gefährlich sein können. Und das hängt unter anderem von dieser Kapsel ab, die ich vorhin erwähnt hatte. Und seit es die Impfung gibt, haben wir natürlich eine geringere Anzahl von
schwerwiegenden Infektionen, die durch die Impfung abgedeckt werden. Mhm. Aber dadurch kann sich manchmal das Verhältnis verschieben, dass vielleicht dann entsprechend vielleicht auch in verschiedenen Regionen andere Serogruppen vielleicht vorkommen, die eben im Impfstoff nicht abgedeckt werden. Und deswegen ist es auch immer wichtig, in bestimmten Regionen eben solche Verläufe auch zu beobachten und vielleicht auch dann entsprechend Impfstoffe anzupassen. Also es könnte sein, ich sage jetzt mal ganz plump, er hat einen Impfschutz gegen 13 verschiedene Subtypen von Pneumokokken gehabt, aber vielleicht war es nun der Subtyp, der eben nicht zu den 13 gehörte, sondern ein anderer. Und außerdem ist eine Untersuchung noch ganz wichtig und soweit ich weiß, erfolgt die, beziehungsweise das Ergebnis noch nicht da, wo untersucht wird, ob womöglich eine Immunschwäche, ein Immundefekt vorlag oder vorliegen könnte, der sich ja offenbar bisher noch gar nicht bemerkbar gemacht hat durch irgendeine andere schwere Erkrankung. Aber wenn Kinder einen so schweren Verlauf haben, der dann auch tatsächlich im schlimmsten Fall tödlich verläuft, sollte man auf jeden Fall immer das Immunsystem untersuchen, um seltene Immundefekte auszuschließen. Mhm. Denn dann kann es sein, dass halt einfach eben dieser Körper auch durch die Impfung nicht ausreichend geschützt werden konnte vor einer solchen invasiven Infektion. Und da ist sozusagen das Ergebnis, glaube ich, noch ausstehend. Ja. Und dann müsste man vielleicht eben auch wissen, wenn man das weiter untersuchen kann, das weiß ich jetzt in dem Fall gar nicht, ob man sehen kann, was genau das für ein Subtyp war und ob er eben entsprechend in dem Impfschema drin ist. Also es könnten verschiedene Ursachen eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz bleibt in meinen Augen ganz klar festzuhalten, dass Impfungen ganz, ganz wichtig sind. Wir wissen eben, dass all diese Erreger, gegen die wir impfen können, da ist ja auch Haemophilus influenzae mit dabei in diesen Sechsfachimpfungen und verschiedene andere, wo wir eben wissen, dass daraus eben auch eine Meningitis entstehen kann oder andere schwere Verläufe. Deswegen Impfungen sind wichtig und in diesem Fall ist es tragisch, dass trotz zweifacher Impfung eben es zu einer so schweren Infektion gekommen ist. Aber dann muss man auch klären, was dafür eventuell noch als Grund möglicherweise dahinter steht. Und auch hier nochmal ganz kurz von mir erwähnt, ich wurde jetzt auch schon öfter gefragt, ob ich was anders machen würde, ob ich meine Kinder oder ob ich Leon immer noch impfen würde. Und da auch ganz klar die Antwort von mir, ich würde es, all meine Kinder würde ich impfen lassen, auf jeden Fall. Es ist im Prinzip ein kleiner Schutz, den man dem Kind sozusagen mitgeben kann. Es gibt viele, viele Viren und andere Erreger, gegen die wir nicht impfen können und wo es ganz klar eben darauf ankommt, wie gut unser Immunsystem damit sich auseinandersetzen kann. Aber gerade zum Beispiel jetzt aktuell wären wir sicherlich sehr froh, wenn wir eine gezielte Impfung gegen RSV hätten und eben nicht nur so eine Prophylaxe wie bisher. Und ich denke, das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Wenn Kinder eine schwere Erkrankung haben und man sie davor bewahren oder beschützen kann, so gut es geht, dann ist es auf jeden Fall wichtig. Das würde im Übrigen sicherlich auch einen ganz großen Unterschied machen, wenn man in einem zum Glück seltenen, aber dann vielleicht doch eben solchen tragischen Fall weiß, man hätte vielleicht sein Kind auf anderem Wege schützen können und hat es bei einem bestimmten Erreger nicht gemacht. Das heißt, ich denke, dass da auch entsprechend die Situation, die man sich als Elternteil dann vorstellen würde, sicherlich das Ganze nochmal zusätzlich erschweren würde. Auf jeden Fall. Man würde sich, also so geht es mir und meinem Mann auch, wenn wir Leon nicht geimpft hätten und er wäre daran gestorben, hätten wir uns viel, viel mehr Vorwürfe gemacht und es wäre viel, viel schrecklicher für uns, als es jetzt eh schon ist. Genau, so ist es jetzt unklar und es ist doppelt in jeglicher Hinsicht, es ist einfach tragisch, dass es dennoch passiert ist, aber und das ist eben, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die betroffenen Eltern, dass man sagen kann, ich habe alles, was mir zur Verfügung steht, getan. Und das habt ihr auch. Ihr habt sozusagen
die Notaufnahme, den Arzt aufgesucht, ihr habt euer Kind vorgestellt, ihr habt eure Sorgen vorgetragen, ihr habt euer Kind impfen lassen. Das heißt, es ist ganz, ganz tragisch, dass es dennoch passiert ist. Aber ich glaube, es ist, man kann es auch nicht sagen, das eine wäre noch schlimmer, aber es würde noch eine, sage ich mal, zusätzliche Belastung ergeben, wenn man weiß, ich habe an irgendeiner Stelle vielleicht irgendetwas versäumt. Und insofern kann ich nur plädieren, die Impfstoffe, die wir haben, die sind gut und schützen gut für sehr, sehr, vor sehr, sehr vielen schweren Erkrankungen. Es gibt manchmal Fälle, wo man nicht weiß, warum eine Impfung vielleicht nicht den entsprechenden Schutz hatte. Aber es ist immer besser, man hat einen Impfschutz, als man hätte ihn nicht. So, jetzt kommen wir dann auch langsam zum Ende unseres Interviews. Gibt es denn ein Fazit von dir? Gibt es irgendwas, was du den Eltern noch mitteilen möchtest? Also grundsätzlich haben wir natürlich jetzt lange über ein seltenes Krankheitsbild gesprochen, das glücklicherweise selten ist. Aber wir sehen eben an Leons Krankengeschichte und Verlauf, dass es eben auch immer wieder solche seltenen, schweren Krankheitsverläufe gibt. Und es ist quasi unsere ärztliche Verantwortung, natürlich auch eben genau diese Kinder möglichst frühzeitig zu erkennen und auch entsprechend zu behandeln. Und weil das nicht immer einfach ist und es tatsächlich manchmal eben im zeitlichen Verlauf sich sehr schnell ändern kann, ist mein Appell tatsächlich an die Eltern, dass sie sich, wenn sie das Gefühl haben, meinem Kind geht es immer schlechter, ich mache mir große Sorgen, auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen und sich eben nicht abwimmeln lassen, beziehungsweise auch wenn man vielleicht dann das zweite oder dritte Mal hingeht und manche ja dann vielleicht auch Hemmungen haben und sagen, Mensch, jetzt war ich schon mal da. Im Endeffekt umso besser, wenn man quasi nur einen Virusinfekt hat und das Bauchgefühl einen vielleicht getäuscht hat, aber dann ist man eben seiner Sorge nachgegangen. Und deswegen möchte ich den Eltern sagen, wenn ihr in Sorge seid, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Kind stimmt etwas nicht, sucht ärztlichen Rat, auch wenn die Praxen oder die Kliniken derzeit wirklich sehr überlastet sind, ist es einfach immer wichtig und das ist unsere Aufgabe, dass wir jeden einzelnen Fall ernst nehmen und entsprechend dem Ganzen nachgehen. Aber, und das auch nochmal als Fazit, es ist sehr, sehr viel häufiger, dass es eben, die typischen Erkältungsinfekte sind. Und wenn wir uns aus ärztlicher Sicht unsicher sind, dann müssen wir entsprechend eventuell weitere Untersuchungen durchführen. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Da werden sicherlich noch auch viele weitere Fragen offen bleiben und natürlich können wir nicht immer auf alles eingehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Kraft und finde das wirklich beeindruckend, dass du auch diese Kraft hast, auch darüber zu sprechen und eben andere Menschen aufzuklären und natürlich auch die Erinnerung an euren kleinen Leon auch mit ganz vielen zu teilen. Ja, und auch von uns wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du uns dabei unterstützt, darüber aufzuklären, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zusammen das Video zu machen. Und wenn ihr mehr über Leons Geschichte wissen möchtet, über diesen ganzen Vorfall, der bei uns leider passiert ist, dann klickt gerne auf mein anderes Video, in dem ich Leons Geschichte auch nochmal aufgreife und auch nochmal darüber berichte.